sprechen, wir haben alles versucht. Wir haben den Trainer gefragt. Und letztlich sind wir übereingekommen, dass wir einfach schätzen und wir sagen 22. Lin Chin, sie ist Nummer 13 der Weltrangliste, was wir wohl wissen, dass sie im Januar 2010 noch nicht unter den Top 200 zu finden war. Aber sie hat eine ganz steile Karriere gemacht. Sie gewann Korean Open 2010 und war im Finale des Super Series in Dänemark im gleichen Jahr. Also, Sie dürfen ganz sicher sein, dass Juliane Schenk, der eine Gegnerin hat, weil er sie ziemlich kämpfen muss.